23. bis 24. November 2013 fanden auf dem Betriebsgelände der WSW die 22. Wuppertaler Modelleisenbahntage statt. Auf der Ausstellung gab es auch ein Miniaturmodell der Wuppertaler Schwebebahn. Auch im größeren Maßstab wurde die Schwebebahn nachgebaut. Und die alte Barmer Bergbahn gab es auch als Modell. Der BMW, wo mal bei den Bergbahnen die Motoren irgendwann durchgebrannt sind. Aufgeteilt in 5 Hallen gab es Eisenbahnmodelle in allen möglichen Maßstäben. Der Schienenbus. Neben Zügen und Modellhäusern gab es auch eine Straße mit dem K-System. Nicht jede Fahrt blieb unfallfrei. Gut gemacht mit dem Ton und den Ausstößen. Der Ursprung ist ja in die Wege. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Modellbahnausstellung zu machen? Die Idee ist damals entstanden, da haben sich Mitarbeiter der Wuppertaler Stadtwerke zusammengetan, die die gleichen Interessen hatten, wie zum Beispiel Eisenbahn oder auch in Modellbahn oder auch in 1:1, das spricht reguläre Eisenbahn. Und dann ist das gewachsen. Dann sind angefangen, haben Schienen auf Tische gelegt. Und so ist nach und nach diese Modellbahn gewachsen. Und das Ergebnis sehen Sie heute, ja, nach 22 Jahren. Und wie viele Besucher hatten Sie bisher schon? Also wir hatten gestern 1250 Besucher und wir schätzen, dass wir also heute ungefähr auf die gleiche Anzahl an Besucher kommen. Unter anderem gab es auch eine Diesellok, auf der man mitfahren konnte.